Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, Sie haben sich also für einen Kurs entschieden, der mit der VHS Cloud arbeitet. Doch wie schreiben Sie sich jetzt eigentlich auf der VHS Cloud in den Kurs ein, den Sie gewählt haben? Dazu loggen Sie sich zuerst auf der VHS Cloud ein und gehen dann auf Zur Cloud. Sie landen zuerst auf Ihrem Schreibtisch. Hier finden Sie alle Angaben, die Ihre Person betreffen. Zum Beispiel können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, Ihr Adressbuch verwalten und sich auch in Kurse oder Gruppen einschreiben. Sie finden diese beiden Links ganz unten in der linken Leiste. Sie müssen also unbedingt wissen, ob Ihr Kurs wirklich auch als Kurs angelegt ist oder als Gruppe auf der VHS Cloud. Wenn Sie einem Kurs beitreten wollen, finden Sie hier den Link dazu. Nun müssen Sie den Kurscode eingeben, den Sie üblicherweise von Ihrem Kursleiter oder Ihrer Kursleiterin mitgeteilt bekommen haben. Üblicherweise besteht dieser Kurscode aus einem bestimmten Wort und dann die Endung leipzig.vhs.cloud. Dann können Sie auf Anmelden klicken und haben automatisch eine Bewerbung geschickt, um in diesem Kurs aufgenommen zu werden. Die Kursleiterin oder der Kursleiter nimmt Sie dann auf und bestätigt Sie als Mitglied.